Antimetrischer gefällt uns eigentlich die Kompaktheit an sich von der Maschine und dass die Leistung trotzdem sehr gut ist. Mein Name ist Stefan Kellermann. Ich bin hier aus Lauterhofen, das liegt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Wir haben mittlerweile nur noch einen Ackerbaubetrieb mit ein paar Lohnarbeiten und bewirtschaften ungefähr 130 Hektar. Wir bauen Getreide, also Sommergerste, Winterweizen, Raps und Wintergerste als Futtergetreide oder Winterbraugerste an. Wir haben den gewählt, weil an die Leistung, die Druschqualität von Rotordrescher rankommt, aber trotzdem die Vorteile von einer Schüttlermaschine hat. Und die drischt halt einfach schonender wie eine reine Rotormaschine. Deswegen haben wir uns für die T-Serie entschieden. Wir haben ein 622X-Schneidwerk, also ein Vario-Schneidwerk mit 6,70 Meter Arbeitsbreite. Eben weil wir oft den Wechsel von Getreide in Raps haben. Also am Nachmittag wird Getreide gedroschen, Abend geht der Raps wieder und dann müssen wir oft wechseln. Das funktioniert wirklich so wie in der Werbung, dass man 3 Minuten von Getreide auf Raps umrüstet. Also für einen geübten Fahrer ist das kein Problem. Das mit dem Mehrtrommeldruschsystem, der Trick ohne Knick, wie es bei John Deere heißt, das ist auf jeden Fall sehr stark an der Maschine. Und die Abscheidefläche, weil die für die relativ kleine Maschine sehr gut und sehr groß ist. Im Gegensatz zu manchen Mitbewerbern, da haben größere Maschinen bei weitem noch nicht die Abscheidefläche. Der Hillmaster Hangausgleich, der bei John Deere ja schon lange bekannt ist, der ist auch bewährt und funktioniert. Gerade im bayerischen Raum ist man auf die 3,49 Meter begrenzt, dass man mit 800er Bereifung eben breite Reifen auf der Maschine hat und dadurch bodenschonend unterwegs ist. Die Wartung, die ist sehr einfach. Es gibt ganz wenig Schmierstellen, die man täglich abschmieren muss. Also das ist in einer viertelten Stunde erledigt. Ansonsten auch am Kühler und Luftfilter, Motor, was man immer reinigen sollte, ist ganz einfach zugänglich. Davon wird man nicht stark aufgehalten jeden Tag. Es ist eine sehr kompakte und leistungsstarke Maschine. Also sowohl für landwirtschaftliche Betriebe als Eigenmechanisierung oder auch für Betriebe, die ein kleineres Lohnunternehmen haben und eben noch ein paar Kunden mitdreschen wollen, ist das die perfekte Maschine. Ist wirklich leistungsstark und man kann damit ordentlich was schaffen.